Als das erste Fahrzeug des Konvois plötzlich in die Luft flog, wussten die russischen Söldner, dass etwas nicht stimmte. Ihr Auftrag, die Einnahme eines Ölfelds im Osten Syriens, sollte eigentlich eine Routinemission werden. Der Feind, den sie bis dahin kannten, wäre beim Anblick der 500 kampferprobten russischen und syrischen Kämpfer schon lange geflohen. Doch stattdessen war der Angriff abrupt zum Stehen gekommen und eine Explosion nach der anderen erschütterte den Boden. Es dauerte nicht lange, bis AC-130 Gunships, Predator-Drohnen, Apache-Hubschrauber sowie Kampfjets aller Art über dem Schlachtfeld kreisten und die Angreifer aus jedem erdenklichen Winkel unter Beschuss nahmen. Was die russischen Kräfte nicht wussten, das Ölfeld wurde nicht von irgendwelchen Kämpfern verteidigt, sondern von amerikanischen Spezialkräften, gedeckt durch die stärkste Luftwaffe der Welt. Und so verwandelte sich die Angriffsmission innerhalb von wenigen Minuten zur Hölle auf Erden. Und zu einem der verlustreichsten Gefechte der berüchtigten russischen Söldnergruppe, Wagner. Um den schnellen Vormarsch des selbsternannten Islamischen Staates aufzuhalten, befanden sich die USA seit 2014 mit einer großen Anzahl von Streitkräften in Syrien. Sie unterstützten dabei die sogenannten Demokratischen Kräfte Syriens, kurz SDF. Ein Jahr später griff auch Russland im Kampf gegen den IS ein, allerdings auf Seiten der syrischen Regierungstruppen von Assad. Die SDF und die syrische Armee standen nicht gerade freundlich zueinander. Doch gemäß dem Sprichwort „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ gingen sich die Parteien zumindest meistens aus dem Weg. Tatsächlich schafften es beide Armeen, die Terroristen nach jahrelangen Kämpfen zu vertreiben. Und im Jahr 2018 hatte der IS nur noch einen Bruchteil seiner ursprünglichen Stützpunkte in der Hand. Damit es zwischen den von Russland und den USA unterstützten Armeen nicht versehentlich zu Konflikten kam, wurde eine Waffenstillstandslinie entlang des Flusses Euphrat gebildet, welcher das Land praktisch zweiteilt. Zusätzlich konnten sich beide Seiten über spezielle, freigehaltene Funk- und Telefonkanäle jederzeit kontaktieren. Doch trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen sollte es am 7. Februar nur wenige Kilometer vom Euphrat entfernt zum ersten tödlichen Zusammenstoß zwischen Russen und Amerikanern seit dem Kalten Krieg kommen. Am späten Abend des 7. Februar 2018 griffen 500 russische und syrische Kämpfer eine Militärbasis der SDF an. Die Basis befand sich etwa 8 Kilometer östlich des Euphrat und überwachte eines der wichtigsten Ölfelder des Landes. Damit lag das Gebiet, wie die meisten Ölfelder, offiziell auf der syrisch-demokratischen Seite der Waffenstillstandslinie. Was den syrisch-russischen Kampfverband aber nicht aufhielt. Unterstützt wurden die Angreifer durch verschiedene Kampfpanzer russischer Art, sowie Mörser, Artillerie und Raketenwerfer, mit denen sie begannen, die SDF-Basis ohne Vorwarnung sturmreif zu schießen. Zusätzlich standen Flugzeuge der russischen Luftwaffe zur Luftnahunterstützung bereit, blieben aber zunächst am Boden. Doch während für die Angriffstruppen zunächst alles nach Plan verlief, klingelte im russischen Lagezentrum am Euphrat plötzlich das Telefon. Am Apparat war ein Vertreter des amerikanischen Militärs, der wissen wollte, ob russische Soldaten gerade versuchen würden, die Militärbasis bei den Konoko-Ölfeldern einzunehmen. Hier waren nämlich nicht nur die Kräfte der demokratischen Kräfte Syriens gerade dem heftigen Artilleriebeschuss ausgesetzt, sondern auch ihre Verbündeten. Amerikanische Green Berets, Army Rangers, Marines und verschiedene Unterstützungskräfte. Die Russen verneinten ausdrücklich die Frage, ob es sich bei den Feinden um ihre Truppen handle, worauf für den Anrufer klar war. Wer auch immer gerade seine Soldaten unter Beschuss nahm, er würde in wenigen Momenten die gesamte Schlagkraft der amerikanischen Armee zu spüren bekommen. Die Antwort auf den Angriff der Militärbasis folgte prompt und gewaltig. Noch bevor der russische Konvoi seine Ausgangsstellungen für den Angriff erreichte, wurde in einer klassischen Hinterhaltstaktik zunächst das erste und letzte Fahrzeug ausgeschaltet, wodurch die Kräfte in der Mitte gefangen waren. Die Raketen stammten von einer amerikanischen Reaper-Drohne, welche den Konvoi schon lange im Auge hatte. Für die russischen Wagner-Söldner am Boden war die Drohne jedoch unsichtbar und niemand wusste, woher der Beschuss plötzlich kam. Es dauerte nicht lange, bis weitere Geschosse einschlugen und Chaos auf dem Gefechtsfeld verbreiteten. Amerikanische Artillerie und HIMARS-Raketenwerfer knüpften sich den Konvoi vor und forderten zahlreiche Verluste. Während die russischen Kräfte noch versuchten zu realisieren, was gerade passierte, tauchten 4 Apache am Horizont auf. Obwohl sich die Kampfhubschrauber mehrere Kilometer entfernt befanden, entgingen ihren präzisen Infrarotoptiken niemand. Die lasergelenkten Hellfire-Raketen fanden ihr Ziel in den russischen Kampfpanzern, während die 30mm Kanone die Fußsoldaten zum Ausweichen zwang. Nur wenige von ihnen entkamen den Explosivgranaten und ein russischer Überlebender berichtete später, dass sie in den ersten Minuten etwa 200 Ausfälle erlitten, fast die Hälfte des gesamten Kampfverbandes.
Die Berichte, die im Fernsehen über, naja, du weißt schon, über Syrien und die 25 Leute, die dort von der syrischen Armee verwundet wurden und, naja, um es kurz zu machen, wir haben in unsere Ärsche getreten bekommen. Also eine Kompanie hat 200 Leute verloren, sofort. Eine andere hat 10 Leute verloren. Und ich weiß nicht, wie es mit der dritten Kompanie aussieht, aber die wurden auch ziemlich übel zugerichtet. 3 Kompanien mussten also Prügel einstecken. Die Yankees haben angegriffen. Und zuerst haben sie uns mit Artillerie beschossen. Und dann haben sie 4 Hubschrauber genommen und uns mit schweren Maschinengewehren im Kreis laufen lassen. Sie haben alles mit Granaten beschossen. Und unsere Jungs hatten nichts außer ihren Sturmgewehren. Gar nichts. Nicht einmal Flugabwehrraketen, die von der Schulter abgefeuert werden oder so etwas. AC-130 Gunships kreisten über dem Schlachtfeld und sogar große strategische Bomber vom Typ B-52 wurden eingesetzt, um den Konvoi völlig zu zerstören. Wer entkommen konnte, versteckte sich in Gebäuden, doch auch dort war man nicht lange sicher. Bis spät in die Nacht wurden die Angreifer von F-15-Kampfjets gejagt, deren Bomben jede noch so gute Deckung durchschlugen. Auch der neue Luftüberlegenheitsjäger der 5. Generation, F-22 Raptor, kam zum Einsatz. Doch für die Soldaten am Boden machte es schon lange keinen Unterschied mehr, wer sie gerade ins Visier nahm. Gegen die amerikanische Luftwaffe hatten die Fußsoldaten keine Chance. Obwohl immer wieder Gerüchte auftauchten, dass einige Soldaten des nahegelegenen russischen Luftwaffenstützpunktes um Erlaubnis baten, abheben zu dürfen, blieben die klassisch blau lackierten Su-34 und 35 am Boden. Die Verluste der Angreifer waren so schwer, dass sich mitten im Kampf der russische Verbindungsoffizier meldete und um eine Feuerpause bat. Was dafür spricht, dass das russische Militär wohl doch in Verbindung mit den angreifenden Kämpfern stand. Ein veröffentlichter Anruf eines Wagner-Söldners fasst die Ereignisse in Syrien ungeschönt zusammen. Ich hatte gerade ein Telefonat mit einem Kerl. Sie bildeten also im Grunde einen Konvoi, kamen aber nur bis etwa 300 Meter an ihre verdammten Position heran. Eine Einheit rückte vor. Der Konvoi blieb an seinem Platz, etwa 300 Meter von den anderen entfernt. Die anderen hissten die amerikanische Flagge und ihre Artillerie fing an, unsere wirklich hart zu beschießen. Dann flogen ihre Hubschrauber ein und fingen an, alle zu Unsere liefen einfach nur herum. Ich habe gerade einen Anruf von einem Kumpel bekommen. Es sind ungefähr 215 Gefallene. Sie haben uns einfach aufgerollt, mit aller Gewalt. Sie haben ihren Standpunkt klar gemacht. Was zum Teufel haben sich unsere da drin erhofft? Dass sie von selbst weglaufen? Hatten sie die Hoffnung, sie zu verscheuchen? Viele Leute sind so übel zugerichtet, dass sie nicht identifiziert werden können. Es gab keine Fußsoldaten. Sie haben unseren Konvoi einfach mit Artillerie beschossen. Als das Gefecht am frühen Morgen des nächsten Tages endete, war von der Fahrzeugkolonne nichts mehr übrig. Alle Gefechtsfahrzeuge wurden zerstört. Mit Ausnahme eines einzigen Kampf- und Schützenpanzers. Von den etwa 500 russischen und syrischen Angreifern wurden mindestens 200 getötet oder verwundet. Einer der Söldner erzählte später, dass sie an manchen Stellen nur noch geschmolzenen Sand und von der Hitze verbogene Gewehrläufe gefunden haben. Auf der amerikanischen Seite gab es keine Gefallenen und auch über beschädigte Luftfahrzeuge ist nichts bekannt. Lediglich einer der SDF-Soldaten in der Basis am Ölfeld wurde durch den Beschuss der Russen verwundet, überlebte jedoch. Der Vorfall löste Empörung auf russischer und syrischer Seite hervor. Doch da sich die Amerikaner mehrmals über den russischen Verbindungsoffizier abgesichert hatten, konnte ihnen kein Vorwurf gemacht werden. Laut abgefangener Telefonate zwischen dem Anführer der Gruppe Wagner und russischen Ministern solle es sich bei dem Angriff sogar um einen Befehl aus Moskau handeln. Für Kämpfer der Gruppe Wagner ging die Schlacht um das Ölfeld als Roter Februar und eines ihrer demütigsten Gefechte in die Geschichte ein. Und zumindest einige von ihnen erhielten eine spezielle für die Schlacht angefertigte Medaille. Sie zeigt einen von Flammen umgebenen russischen Soldaten, der auf einen amerikanischen Apache-Helikopter schießt. Eine Szene, die so wahrscheinlich niemals stattgefunden hat. Die demokratischen Kräfte Syriens und ihre amerikanischen Verbündeten hielten die Basis am Ölfeld und bauten sie weiter aus. Die Demonstration ihrer überlegenen Luftstreitkraft sollte eine Warnung an alle feindlichen Kräfte sein, sich nicht mit den Falschen anzulegen. Als sich etwa einen Monat später erneut syrische und russische Kämpfer in dem Gebiet sammelten, kontaktierten die Amerikaner abermals den verantwortlichen russischen Verbindungsoffizier. Dieses Mal dauerte es nicht lange nach dem Ende des Telefonats, dass der gesamte russisch-syrische Kampfverband auswich. Für diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben, vielen Dank fürs Zusehen.
Wenn ihr uns dabei helfen wollt, noch mehr Content zu produzieren, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Angriff auf die US-Basis haltet. Glaubt ihr, das russische Militär hat gewusst, dass es sich um ihre eigenen Söldner handelt und sie bewusst in den Tod geschickt? Oder handelt es sich nur um ein weiteres großes Missverständnis, das dem Kriegsnebel geschuldet ist? Was immer ihr denkt, wir sind gespannt auf eure Meinung.